Immer wenn ich Geschäftspartnern zeige, wie wir in manchen Ad-Accounts auf Facebook konstant über 50.000 Euro Ad-Spend am Tag ausgeben, kommen zwei Fragen auf. Erstens, warum siehst du so verdammt gut aus? Keine Ahnung, ist angeboren. Und zweitens, wie zur Hölle bekommst du das hin, ohne dass ein Sale wie Black Friday stattfinden muss? Die Antwort auf die zweite Frage wollen wir in diesem Video hier klären. Denn dieses Video handelt davon, wie die Account-Progression stattfindet für konstant 50.000 Euro Ad-Spend am Tag, was Schritt 1 ist, was Schritt 2 ist und wie man am Ende konstant diesen Ad-Spend halten kann. Und damit wir auch direkt starten, habe ich mein absolutes Lieblingsmeme im Media Buying dort, nämlich einmal hier oben die Leute, die Media Buying viel zu kompliziert sehen, irgendwelche super konstant wilden Naming-Schemata haben und dann die Sache viel wissenschaftlicher sehen, als es eigentlich ist. Dann hat er kaum Ad-Spend und nur kleine ROAS. Und dann gibt es den Chat-Media-Buyer, der Typ, der vergessen hat, dass seit 3 Monaten seine Kampagnen laufen, die konstant 5-stellig am Tag ausgeben und er trotzdem einen 4,3er ROAS hat. Und ich möchte, dass alle Leute, die das Video sehen, am Ende zu diesem Chat hier werden und von diesem nerdigen Media-Buying-Stuff wegkommen können. Denn das ist im Prinzip das, was uns erlaubt, über 50 Accounts jetzt gerade aktiv zu betreuen und vor allem auch uns erlaubt hat, in den letzten Jahren über 100 Millionen Euro Ad-Spend insgesamt auf allen Plattformen ausgeben zu können. Hintergrund zu diesem Video: Es gibt viel zu viele Guides, wie man 1 bis 2.000 Euro Adspend am Tag auf Facebook ausgibt. Ich habe selbst einen komplett ergiebigen Guide dazu gemacht. Findest du, wenn du auf diese Links hier klickst. Dort ist wirklich alles erklärt, was man machen muss, um Meta Ads 2022 immer noch zu dominieren. Voll kompletter Walkthrough und Leute, die dieses Video gesehen haben, sagen mir reihenweise, dass es viel mehr Value hat als die meisten gängigen Ad-Mentorings oder Coachings, die es in Deutschland so gibt, die man für echt viel Geld kaufen muss. Und das sage nicht ich, sondern die Leute, die das angeguckt haben. Hier ist auch noch das Dokument, was genau erklärt, wie wir auf Facebook vorgehen. Kannst du dir angucken, kannst du dir kopieren. Kannst du an andere verkaufen, wenn du möchtest, ist mir im Prinzip scheißegal. Das, was wir in diesem Video hier aber klären wollen, ist das Level danach, also das Next Level. Das, was wirklich spannend ist. Und zwar, wie man konstant fünfstellige Adspends am Tag ausgibt. Und auch das außerhalb von Q4. Denn jetzt gerade gibt es eine Menge Experten, die über Q4 eine Menge ausgeben konnten. Aber das ist einfach nicht nachhaltig, denn die meisten Leute schaffen es unabhängig von Q4 nicht konstant so viel zu spenden. Und all die Sachen, die in diesem Video erklärt sind, kommen nicht nur von mir, sondern ich muss Credits an ganz viele tolle Leute geben, von denen ich die Ehre hatte zu lernen. Ganz vorneweg Tim Bird, einer der ersten Leute, der mir Mental Bidding beigebracht hat. Dann Jordan Menard, der CMO, der von Sam Ovens bei Consulting.com die extreme Skalierung geleitet hat. Dann Chris Ertl, einer meiner ersten Facebook-Ad-Mentoren, dem ich für immer dankbar sein werde. Und viele, viele mehr, die ich hier gar nicht mehr aufzählen kann. Ich habe mir die Sachen nicht ausgedacht, ich habe sie nur adaptiert und dann auf unsere Brands übertragen. Kurzer Background und Beweis, dass ich hier definitiv weiß, wovon ich erzähle. Hier ist ein kleiner Screenshot aus unserem Meta Business Partner Center. Hier haben wir in der letzten Zeit über 10 Millionen Euro Adspend ausgegeben. Und um dir zu zeigen, dass das kein Photoshop ist, logge ich mich jedoch direkt mal ein. Und ich hoffe, es lädt auch recht schnell. Zack, da ist es. 10,5 Millionen seitdem. Ich glaube, ich habe einen Screenshot vorgestern gemacht. Auf Facebook, das hier kann man definitiv nicht faken. Und das hier ist nur einer unserer Accounts. Das ist nämlich mein persönlicher Account für die Brands, wo wir aktiv gerade die Ads schalten. Dazu gehören auch ein paar andere von den betreuten Portfolio-Brands. So, wer bin ich? Mein Name ist Sebastian Chilinski. Ich bin CEO der Iron Media GmbH. Das ist die Growth-Firma, wo wir E-Commerce-Unternehmen nehmen und von 7 auf 8-stellig bringen. Und auch der Odin Finance. Dort investieren wir in aufstrebende E-Commerce-Brands, die das Potenzial haben, einen schönen Exit zu machen. Ich bin Inhaber des Two-Kammer Club X Awards, 1-mal und 7-mal des Two-Kammer Club Awards. Das hier ist für 10 Millionen Euro verifizierten Umsatz über ClickFunnels. Das hier ist für 1 Million verifizierten Umsatz über ClickFunnels in unterschiedlichen Projekten. Damit gehöre ich angeblich zu den 17 besten Marketern weltweit. Ich finde das komplett übertrieben und ich selbst kenne bereits mehr als 17 Leute, die diesen Titel haben. Kann man also sich selbst davon denken, was man davon halten möchte. Kurz zusammengefasst, 7-stellige Brands kommen zu uns bei Iron, um 8-stellig zu werden. Und wir erreichen das durch den Aufbau von Inhouse-Media-Buying-Teams durch unser AR-Framework. A steht für Acquisition, also die Ads auf allen Plattformen. R für Retention, E-Mail, SMS und Affiliate-Marketing. Und R für das Recruiting von A-Mitarbeitern im Media-Buying und in Operations. Das von uns betreute E-Commerce-Portfolio hat 2021 300 Millionen Euro Umsatz gemacht mit 40 Millionen Euro Adspend. Und dieses Jahr werden wir höchstwahrscheinlich 450 Millionen Euro Umsatz in unser Portfolio einfahren können und haben das mit 60 Millionen Euro Adspend auf
alle in der gleichen Plattform gemacht und ein großer Teil davon ist nach wie vor Meta-Ads. Wir sind außerdem Badged Meta Business Partner, davon gibt es nur 50 Stück, wird bemessen nach Ad Spend Umsatz. Und das Allerwichtigste, ich habe dir in diesem Video hier nichts zu verkaufen, wirklich rein gar nichts. Ich habe keinen Kurs, kein Coaching und keine Agentur, die mit ihm arbeitet. Das hier ist purer Mehrwert für dich. Und dann nochmal ganz kurz zu untermauern, wir sind tatsächlich Meta Business Partner, wie so ziemlich jeder, und wir sind in ganz engen Gesprächen mit Meta für unsere betreuten Projekte, weil wir einfach ein paar Euro dort ausgeben können. Disclaimer hierzu, es ist hier nur meine eigene Erfahrung. Viele Wege für nach Rom, es gibt 100-mal krassere Experten da draußen. Das hier ist das, was bei uns funktioniert hat und ich teile es nur, denn ich finde es super schade, dass es so viel krasse Leute gibt, die noch 100-mal bessere Ergebnisse hier haben als ich, aber es einfach nicht teilen. Und deswegen will ich hier mit einem Beispiel vorangehen und all das, was wir gemacht haben, um diese 450 Millionen Euro E-Commerce Revenue dieses Jahr zu betreuen, hier zu teilen, damit viel, viel, viel mehr Brands siebenstellig werden, um dann zu uns zu kommen, um mit unserer Hilfe achtstellig zu werden. Das ist mein ganzer Hintergrund dazu. So, und wenn man sich überlegt, wie man konstant fünfstelligen Adspend am Tag auf Facebook, unabhängig von Sales, Black Friday, Q4 oder was weiß ich ausgeben kann, gibt es immer drei Säulen, die wir unseren Partnern hier mitgeben. Und diese drei Säulen bestehen aus einmal Think in Angles, dann Attribution und dann keine Abkürzung. Was das bedeutet, siehst du gleich. Wir fangen erstmal mit der allerersten Säule an, Think in Angles. Einfach nur noch da zu sein auf Facebook und Meta und halt einer zu sein, der Ads schaltet, so wie es 2017 der Fall war, bringt mittlerweile keinen Profit mehr. Und diese Lüge von Winning Products oder sonstigen ist auch komplett ausgeträumt. Stattdessen braucht man heutzutage Winning Angles, um wirklich viel Geld konstant auf Facebook profitabel ausgeben zu können. Und was sind Angles? Angles sind High-Level-Konzepte zum Marketing von Produkten. Und um dir zu zeigen, was kein Angle ist, habe ich mal ein Beispiel hier rausgesucht, nämlich das hier, so die typischste Dropshipping-Ad, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Einfach Sale, Find, Deals, bla bla, Top Searches. Und was ich oft sehe, sind halt so Ads, die so ziemlich gar kein Angle beinhalten, wo es einfach nur heißt, das ist unser Produkt, Free Shipping, get it while it lasts, so letzte Verfügbarkeit, kauf dir was. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht mehr. Und was stattdessen funktioniert, will ich dir beispielhaft hier mal zeigen. Das sind zwei Ads, die ich selbst noch geschrieben habe, damals bei dem Projekt hier. Und zwar ist das hier bei Road to Glory. Dort war ich als CMO über 2 Jahre Teilhaber. So, wir verkaufen hier ein Fitnesskochbuch. Und anstatt einfach nur zu sagen, ja, das ist unser Fitnesskochbuch, wir haben 35 Rezepte, kauf es jetzt, haben wir was ganz anderes gemacht. Und zwar haben wir hier einen Marketing-Angle bedient. Folgendes: Burger, Döner und Pizza. Derbe leck, aber völlig ungeeignet für Fitnesssport. Oder falsch. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann es ist buchstäblich kinderleicht abzunehmen. Die Antwort auf das Problem, die 90-10-Methode. Viele wissen nicht, was das ist. Das ist die 90-10-Methode. Hier ist eine komplette Erklärung. Richtiger Mehrwert für die Leute. Ziel war es von mir, jedem Gericht eine gesunde Alternative als Rezept hinzubekommen. Ist es mir gelungen? Ja, ist es. Und hier werden die Kochbücher beworben. So, geiles Bild dazu. Was ein Unterschied. Also wenn ich mir die Ad hier angucke und die Ad hier angucke, dann ist das hier eine Prototyp-Ad, die dann im Prinzip auch dafür geeignet war, dass wir über ein Jahr lang hier drauf sechsstelligen Ad-Spend ausgeben konnten. Auf dieser einen einzigen Ad. Und warum ist das so? Wir hauen nochmal eben ein zweites Beispiel rein, damit es nochmal deutlich klarer wird. Das ist eine zweite Ad, die wir dazu gemacht haben. Super geselliges Bild beim Essen gehen. Unsere Kochbücher fliegen aktuell die Ladentheke. Danke dafür. Es ist unfassbar, wie groß der Ansturm auf unsere gesunden Fitnessrezepte momentan ist. Klar, wir haben sie extrem im Preis reduziert, aber mit so einem anderen hier niemand gerechnet. Über 200 Rezepte, Burger, Pizza und Döner ohne schlechtes Gewissen, Dessert, Kuchen, schmackhafte Cookies, vegan, vegetarisch, glutenfrei, für jeden sind Rezepte dabei. Bla, zähle in Anspruch, hier geht's drauf. Lecker essen und trotzdem abnehmen. Das hier ist ebenfalls ein Angle, der wirklich monatelang funktioniert hat und uns erlaubt hat, diese Ad richtig zu pushen. Und der Unterschied zwischen dem hier und den beiden Ads, die ich gerade gezeigt habe, ist, beide verkaufen natürlich ein Produkt. Aber die eine Ad davon, extrem eklig und nervig, und die andere verkauft eine Story zum Fühlen dieses Produktes. Und Angles, also Ansätze für Marketing, kommen von einer Außenperspektive, in welche überlegt wird, welche übergeordnete Story oder welches Messaging Anwendung findet. Dann statt ein ekliger Verkäufer zu sein, wird mit den richtigen Marketing-Angles ein positiver Mehrwert gestiftet und so wird der Advertiser natürlich gegenüber den unangenehmen Verkäufern übervorteilt. Denn das hier vergrault Leute von Facebook,
Das hier hält Leute in Facebook, weil es positiven Mehrwert stiftet und die Leute besser hinterlässt, als sie den vorfinden. Und das ist einfach ethisches Marketing, was natürlich von den Plattformen übervorteilt wird. Das bedeutet, du bekommst bessere Ausspielungen, konstantere Performance, günstigere Cost per Click, günstigere CPMs und dann am Ende auch eine bessere Qualität an Interessenten, die dann in einer höheren Conversion Rate auf deiner Seite mündet. Und bevor du mein Produkt kaufen kannst, wenn du solche Ads von mir siehst, bekommst du erstmal Value, ob du möchtest oder nicht. Und ich habe hierzu noch mal ein ganz neues Beispiel gemacht, was super frisch ist, damit man das auch mal wirklich konstant verstehen kann. Falkenthal, eine meiner absoluten Lieblingsbrands aktuell. Hier haben wir Folgendes geschrieben. Heute schon Plastik recycelt oder einen Baum gepflanzt? Du würdest auf beide Fragen auch gerne mit Ja antworten? Dann bestell dir einfach unsere neue Falk Pro. Du wirst sie nicht nur lieben, sondern gleichzeitig auch der Umwelt etwas Gutes tun. Jetzt auf Falk Pro upgraden. Und hier ist der Marketing-Angle nämlich der folgende. Es ist nicht nur ein Angle, es ist das tatsächliche Konzept, was wir hier reiten. Wir recyceln Plastik und pflanzen Bäume dafür, dass diese Taschen hier gekauft wird. Und das geben wir den Leuten in der Ad natürlich mit. Und das hier ist natürlich auch in dem Video mit drin. So, es ist einfach nur eine bildliche Darstellung dessen, was wir hier beschrieben haben. Aber der Link ist ja auch im Dokument drin. Das Dokument findest du angepinnt unter dem Video im Top-Comment und auch in der Videobeschreibung, damit du das mal nachvollziehen kannst. Und wenn man in Angles denkt, hat man den riesigen Vorteil, dass man beinahe schon per Zufall gewinnt. Selbst wenn der Content nicht zu geil ist. Denn wenn man sich das Ziel nimmt, jetzt richtig viel guten Content zu machen, denn wenn man sich als Ziel nimmt heute, dass man einfach richtig guten Content machen will, unabhängig davon, welche Angles man bedient oder welche Stories man erzählen möchte, versagt man oftmals oder man kommt nicht über diese mittelmäßige Schwelle hinaus, die einfach 1.000 bis 2.000 Euro Adspend am Tag erlaubt. Und man kommt nie zu diesen hohen fünfstelligen, teilweise sechsstelligen Adspends, die man ausgeben möchte. Denn der Ansatz, diesen Content zu produzieren, ist unterschiedlich. Anstatt dass man jetzt einen Brainstorm macht und sich fragt, wir brauchen krassen Content, was könnte man machen? So, und dann überlegt man, ich könnte mit dem Produkt eine Szene machen, wie ich aus dem Flugzeug springe. So, das ist meistens das Erfolgsrezept dazu, richtig viel Geld im Shooting zu verbrennen und keine geilen Ads zu haben. Stattdessen gehen wir hin und sagen, wir haben jetzt drei Stories, die wir bauen könnten. Einmal die Story 1 ist unser Fokus auf Nachhaltigkeit und Recycling. Dann die Praktikabilität für beschäftigte Menschen. Und der dritte Engel, den wir machen könnten, wäre, es ist der perfekte Begleiter für deine Radtour. Und wenn wir diese drei Stories, jetzt im Beispiel für Falkenthal zum Beispiel, wenn wir diese drei Stories im Kopf haben und uns dann überlegen, wie können wir für diese drei Angles oder auch Storylines Creatives und Texte bauen, dann findet die Magie statt, die zu richtigen Winning Ads führt. Und das haben wir hier mal in einem kleinen Schaubild drin. Das ist unser Produkt, mit dem fängt es an. Der Brainstorm nun drei Angles, die in Frage kommen können. Einmal den riesig dicken Benefit des Produktes, sei es 10-mal mehr Staufläche als Konkurrenzprodukte, sei es ist Flughafen geeignet oder sei es ist atomar geschützt gegen die nächste Atomkatastrophe. Dann nehmen wir diese Idee und gucken dann, wie können wir Image-Ads, UGC, Product-Videos oder Founder-Videos mit diesem Benefit als Light Story machen. Und wenn wir das dann angehen und überlegen, okay, wir können Image Ads machen, wo die radioaktive Abschirmung genau gezeigt wird, dann können wir Image Ads dazu machen, dann können wir UGC in Auftrag geben, wo genau diese Story in Szene gerückt wird, dann können wir ein Product Video machen, wie eine Atombombe auf den Rucksack knallt, und dann können wir ein Founder Video machen, von mir aus auch im Schutzanzug, wie er sagt, ey, bei dem Bau dieses Produktes war mir die atomare Strahlensicherung super wichtig und ich als Founder stehe mit meinem Namen dafür, dass man hier mit jedem Atomkrieg überlebt. Und wenn man diesen Stil der Creatives dann angepasst an den Benefit gemacht hat, kann man dann immer noch hergehen und Hook-Variationen, Sequenz-Variationen und Konzept-Variationen dieser Creatives machen. Das wird aber nochmal ein eigenständiges Video, wie wir unseren Creative-Prozess systematisieren. Aber damit du schon mal gesehen hast, ist das der Vorgang, wenn wir von einem Produkt mehrere Angles brainstormen und dann die Content-Entwicklung anhand dieser Stories machen. Wir haben jetzt gerade das Thema Creatives sehr schnell abgehandelt. Und man hört überall, dass Creatives King sind, aber wenn es jetzt wirklich um diesen 5-Figure-A-Day, also wirklich fünfstelligen Adspend am Tag geht, dann sind Creatives nicht nur wichtig, sondern der absolute King. Und um das mal verifiziert zu untermauern, habe ich hier einen Screenshot aus einem internen Dokument, was wir von Facebook damals bekommen haben, wie sich die Kosten pro Kauf, also die Kosten pro Acquisition, seitens Facebook überhaupt zusammensetzen. Wir haben einmal den Advertiser-Bid multipliziert mit der Estimated Action Rate, addiert mit dem User Value, und das hier wird der CPA deiner Conversion. Und um das mal aufzuschlüsseln, folgendes: Advertiser Bid. Facebook Ads sind eine Second Priced Auction.
Das heißt, es ist ein Auktionssystem, wo man genau das bezahlt, was die Person, die unter dir ist, als Gebot gegeben hat. So, das heißt, du bezahlst das, was der Kerl unter dir geboten hat. Wenn ich jetzt ein Gebot von 50 Euro abgebe und sage, ey, eine Conversion ist mir bis zu 50 Euro wert und der Typ unter mir gibt bis zu 40 Euro durch sein Tagesbudget aus und ich gebe dementsprechend mehr aus als er, dann bin ich der Gewinner der Auktion und bezahle 41 Euro. Kannst du dir so vorstellen, Auktion, Freunde, der Typ mit dem Hammer, er fragt, so, wer möchte diese Uhr hier kaufen? Alle bieten mit, 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro, 4000 Euro, 5000 Euro. Und wenn dann der Letzte sein Gebot abgegeben hat, dann kommst du ins Spiel, bietest 1 Euro mehr und gewinnst die Auktion. Und das passiert auf automatisierte Art und Weise mit dem Advertiser-Bid. This is the max that you are willing to pay. Das heißt, das ist dein maximaler Wert, den du bereit bist zu geben. Dieser wird multipliziert mit der Estimated Action Rate. Das heißt, mathematisch ist der größte Faktor in der Auktion auf Facebook dein Creative. Und dein Value als Advertiser, das heißt, wie gut du ausgespielt wirst, wird durch das Creative am allermeisten beeinflusst. Das heißt, dein Advertiser-Bid multipliziert mit deiner Estimated Action Rate gibt an, wie gut oder wie schlecht deine Ads performen. Und wenn du schon mal die Situation hattest, dass deine Ads in kurzer Zeit mal performt haben und dann abgekackt sind, liegt es exakt daran, dass entweder dein Advertiser-Bid unzureichend war, du also zu wenig Geld ausgegeben hast, oder aber, dass deine Creatives zu schlecht waren, sodass der negative Impact von minus 50% dann irgendwann gegriffen hat, du dann jede Auktion verloren hast und somit deine Ads abgeschmiert sind. Und Estimated Action Rate ist gleichbedeutend mit Conversion Rate der Creatives. Das heißt, die AI-Plattform von Facebook bewertet also, wie viel Sales dein Creative bringen kann. Und wenn dein Creative gerade nur dazu geeignet ist, die obersten 0,001% deiner Audience zu überzeugen, weil die das Produkt eh schon wollten und du danach abkackst, ist deine Estimated Action Rate danach halt ein absoluter Sturzflug und somit halt die Performance der Ads ebenfalls. Und dann gibt es hier noch den User Value. Das ist der positive oder negative Impact, den deine Ad auf die Nutzererfahrung des Users hat. Das ist ein Faktor von minus 10 oder plus 10%. Und das ist im Prinzip einfach nur, wie positiv oder negativ die Erfahrung deiner Ad für die Person ist. Das heißt, wenn hier ein super ekliger Scrollstopper drin ist, der wirklich unangenehm ist, wird das langfristig auf jeden Fall zu einer Abwertung deines Creatives führen. Und wenn du eine Ad hast, die die Leute wirklich positiv hinterlässt, wird das langfristig deine Ad-Performance stabilisieren über diesen Faktor. Und das hier ist der Total Value, den du hast, wenn du in deine Auktion gehst. Und selbst wenn du übrigens nur mit normalen Tagesbudgets arbeitest und auf Highest Value oder Lowest Cost gehst, bist du in jeder Auktion selbst am Bieten. Aber das ist auch der Grund, warum wir dann irgendwann auf Manual Bidding wechseln, wo wir dann gleich zu kommen. Das war jetzt super viel theoretisches Gelaber. Deswegen kommen wir direkt in meine No-Bullshit-Kampagnenstruktur, die wir in den ganzen Accounts, die wir möglichst schnell skalieren wollen, umsetzen. Und hier ein ganz kleiner Disclaimer. Das hier ist nichts für Starten von Null an. Man sollte das Produkt schon validiert haben. Man sollte schon ein, zwei Zielgruppen haben, die funktionieren. Man sollte also zusammengefasst dem Guide folgen, den ich genau hier oben schon verlinkt habe. Denn dann ist man definitiv auf der besten Stufe, sodass man das hier wirklich nutzen kann. So, No-Bullshit-Kampagnenstruktur. Wir fangen in diesen Accounts eigentlich immer an mit einer Creative-Test-ABO. Sobald wir hier Gewinner haben, gehen wir in eine Push-CBO, die schon mal richtig schöne Ads ausgeben kann. Und um die Sache wirklich auf das nächste Level zu treiben und zu dem Chat zu werden oben, der mit den Füßen auf dem Tisch fünfstellige Ad-Spends profitabel ausgeben kann und seine Kampagnen langfristig vergessen kann, haben wir eine Bid-Cap-ABO und eine Cost-Cap-ABO, die je nach Account spezifisch eingesetzt wird. Fangen wir aber ganz vorne an mit der Creative-Test-ABO. Das ist der Aufbau hiervon. Wir haben eine Kampagne, die nennen wir tatsächlich einfach Creative Test ABO. In dieser sind 4 bis 8 Adsets drin, alle mit ungefähr 250 Euro Adspend am Tag. Da drin ist die Gewinnerzielgruppe, die wir vorher schon rausgefunden haben in dem Anfangsguide. Und dann ist je nach unterschiedlichem Angle, hier Angle 1, 2, 3, 4, die Creative Ebene sortiert. Das heißt, obergeordnete Kampagne als ABO. 4 Adsets für 4 Angles, alle auf dieselbe Gewinnerzielgruppe, alle geben 250 Euro am Tag aus und wir arbeiten sehr, sehr, sehr gerne mit Dynamic Ads hier, sodass wir innerhalb jedes Angles 5 Videos, 5 Images, 3 Headlines und 3 Body Copies involvieren können und die setzen sich zusammen aus ja, einer schönen Variation dieser unterschiedlichen Content-Arten, die wir in jedem Angle gebrainstormt haben. So, das heißt, wir packen alles in
die jeweiligen spezifischen Angles, für die die Creatives produziert worden sind. 250 Euro am Tag, weil die meisten Produkte, mit denen wir arbeiten, einen Average Order Value von 30 bis 150 Euro haben. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall ein paar Conversions hier raus. Und wir nehmen definitiv die Dynamic Ads gegenüber der statischen, sofern es verfügbar ist. In eigentlich allen unserer Accounts sind Dynamic Ads wieder verfügbar dafür. Das heißt, wir können die Breakdowns gucken und genau sehen, welches Video welche Conversion gebracht hat. Wenn man jetzt jedoch nicht mit Dynamic Ads arbeiten möchte, muss man einfach ein bisschen selektiver in der Auswahl sein. Ich würde wahrscheinlich die Body Copies ein bisschen reduzieren, also den Text in den Ads. Und ich würde mehr Ad-Sets unabhängig voneinander mit niedrigerem Budget launchen, um genau gucken zu können, okay, ich segmentiere jetzt Angle 1 mit den unterschiedlichen Produktbildern, ich segmentiere Angle 1 mit den unterschiedlichen UGCs und ich segmentiere Angle 1 mit dem Founder-Video und drei unterschiedlichen Hooks, sodass man wirklich die Effizienz seiner Ads auf jeder Ebene sehen kann. Aber um die Sache einfach zu machen, nutzen wir hierfür eigentlich immer Dynamic Ads, weil es eine genaue Aufschlüsselung gibt, welche Komponenten in diesem Angle eigentlich am besten performen können. Und das Ergebnis ist dasselbe, statisch oder dynamisch. Wichtig ist, dass man am Ende Gewinner-Ads findet. Und mit diesem Konstrukt kommen wir immer direkt auf über 1000 Euro Ad-Spend am Tag. Denn die Angles, die komplett abkacken, werden dann natürlich gekillt. Und die Angles, die performen, dort verdoppeln bis verdreifachen wir dann einfach ein paar Mal das Budget, bis wir einen sehr schönen Eindruck haben, welche Creatives hier am besten performen, mit welcher Kombination der unterschiedlichen Inhalte und vor allem natürlich auch, welcher Angle, also welche Marketing-Story hier am besten performt. Und sobald wir die Gewinner hier gefunden haben, geht es in die Stufe 2, der Push-CBO. Push-CBO, zweite Stufe aus unserem Ablauf hier. Hier sind wir jetzt, Push-CBO. Die Kampagne läuft weiter. Wir sammeln weiter Conversions hier und wir launchen regelmäßig neue Angles oder neue Creatives innerhalb dieser funktionierenden Angles. Das heißt, dass wir neue UGC-Videos drehen, neue Produktbilder beschaffen oder neue Founder-Videos machen, die sich an dem orientieren, was wir mal als Gewinner identifiziert haben. Das heißt, Push-CBO machen wir auf, CBO-Kampagne, 500 Euro Ad-Spend am Tag Minimum. Broad-Targeting, sofern wir hier nicht super nischig unterwegs sind, ansonsten nehmen wir hier auch das Gewinner die Gewinner-Audience aus dem vorigen Schritt, aber eigentlich ist es in 9 von 10 Accounts bei uns mittlerweile ein Broad-Targeting. Und sobald es ein paar Gewinner hier oben gibt, das heißt, wir können in den Dynamic Ad Breakdowns sehen, was jetzt performt hat und was nicht, wollen wir uns von den Dynamic Ads entfernen und wir wollen statische, echte Posts bauen, das heißt Gewinner-Video mit Gewinner-Text und Gewinner-Headline und wir wollen auf dieser Ad dann auch das Engagement sammeln. Meistens klappt das von alleine, wenn man einfach die Ad bastelt und dann durch die Duplizierung das alles weiter überträgt. Man kann natürlich auch weiter mit der Post-ID arbeiten und die ganzen Ads in einem Container aufbauen und dann mit der Post-ID weiterarbeiten. Beide Varianten machen Sinn. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich da auch nochmal ein schnelles Loom-Video zu, setze ich aber für die meisten Leute tatsächlich als gewusst voraus, wenn man das erste Video gesehen hat, ansonsten das erste Video mal schnell angucken. Und auch bei dieser Push-CBO ist offensichtlich super simpel, eine Single-CBO, in der ist ein Broad-Targeting drin, kein Targeting und hier drin sind die besten Ads aus der Dynamic-Ad als echte Ads zusammengesetzt und nicht als Dynamic. Jeden Tag, wo wir hier einen positiven ROAS haben und der sollte sich ASAP einstellen, weil wir hier nur mit Gewinnern arbeiten und wir broad agieren, erhöhen wir das Budget um 20%. Und das ist so die konservative Art und Weise. Wenn wir den Account jedoch schnell scalen wollen, dann kann man um 20% erhöhen. Und wenn 3 bis 4 Stunden später der ROAS weiterhin über diesen Zeitraum konstant ist, dafür brauchen wir natürlich Tracking-Tools, kommen wir gleich dann dazu, erhöhen wir das Budget weiterhin um 20% mittels Surfing. Das heißt, man kann alle 3 bis 4 Stunden 20% erhöhen, wenn wir weiterhin positive Signale haben. Und ich habe genau in so einer CBO, egal wie simpel sie aussieht, schon wirklich kranke Zahlen gesehen. Wirklich teilweise bis 20.000 Euro Ad-Spend pro Tag auf Gewinner-Ads. Hier geht dann natürlich richtig Radau ab. Das Problem hiervon ist dann jedoch, dass wir Stabilität einbüßen. Denn wenn diese Kampagne hier mit einem Adset drin hochgepusht wird und dann abschmiert, was willst du dann machen? Willst du deinen ganzen Prospecting hier killen? Willst du deinen ganzen Top of the Funnel killen? Nein, willst du natürlich nicht. Deswegen wird weiterhin hier im Creative Test gearbeitet und sobald wir hier weiter Gewinner haben, wird on top dazu eine weitere zweite Push-CBO aufgebaut, in der weiterhin Gewinner-Ads drin sind und das Budget dort dann drauf verteilt wird. Und im Idealfall haben wir nach einer gewissen Zeit, weil wir konstant immer weiter Angles und Creatives innerhalb der Angles durchtesten, 3, 4 Push-CBO-Kampagnen, die alle 4-stellige Ad-Spend am Tag ausgeben können. Einzig, damit wir diversifiziert sind. Und hier ist übrigens ein ganz wichtiger Faktor, wir killen all das, was
faktisch unprofitabel ist, denn witzigerweise kommt 90% des Scales immer down to einer einzigen Ad, die hier das ganze Budget trägt und wirklich konstant alle Conversions durchballert. So, das hier ist jetzt so ein Level an Scale, wo dann doch auch noch manche Leute hinkommen, das heißt so 5, 6, 7.000 Euro Adspend am Tag kommen dann doch schon coole Brands alleine hin oder halt durchschnittliche Agenturen, die das irgendwie als Hauptbusiness machen. Aber darüber hinaus wird es meistens dünn. Und auf diese fünfstelligen Adspends am Tag kommen die meisten Brands eigentlich nur, wenn wirklich Rückenwind herrscht durch Q4, Black Friday, Valentinstag, Singles Day oder irgendwelche Launch-Strategien. Aber um wirklich konstant diese Adspend ballern zu können, ist der nächste Schritt notwendig. Nämlich der Step 3, das Scaling. Und in unserem Schema sind wir dann auf dieser Stufe hier, Bitcap und Costcap ABO. Der Hintergrund ist diese allgemeine Meinung, wenn man jetzt schon Sachen hat, die richtig funktionieren, maximal um 20% alle 3 bis 4 Tage zu erhöhen, langsam und stetig zu arbeiten und den Algorithmus nicht zu verwirren oder was Facebook einem da sagt und dieser Aberglauben von den ganzen Gurus immer so befürwortet, funktioniert für uns nicht, bin ich ehrlich. Also dieses langsam und stetig erhöhen und bla 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 dauert ewig und das machen alle. Und obwohl es alle machen, skalieren 9 von 10 Accounts nicht. Das heißt, irgendwie kann das nicht so ganz funktionieren. Und deswegen ist unsererseits die Lösung dafür. Wir nutzen ab diesem Level eigentlich immer Manual Bids für alles über 5.000 Euro konstanten Adspend am Tag. Und die größte Herausforderung von Manual Bids ist es halt einfach, das richtige Gebot zu finden. Und hierfür gibt es 2 Strukturen, die wir fahren. Einmal Bidcap und einmal Costcap. Unterschied dessen ist ziemlich simpel erklärt. Eine Gebotsstrategie davon, nämlich Costcap, bietet auf die Conversion. Das heißt, du sagst, wenn mein Gebot 25 Euro ist, dann möchte ich Conversions für bis zu 25 Euro haben. In bestimmten Branchen funktioniert das ganz gut. Aber das andere, was deutlich effizienter ist, ist, weil wir hier oben ja gesehen haben, dass Facebook als Auktion funktioniert, da, Auktion, tatsächlich in die Handschaltung überzugehen und anstatt Facebook deine Gebote bestimmen zu lassen, gehen wir im Bidcap rein und bestimmen die Gebote selbst. Deswegen Bidcap, Gebotsgrenze. Hintergrund dessen ist, dass wir manuell, wie ein Auto, was anstatt mit Automatik jetzt per Handschaltung fährt, den Drehzahlbereich komplett ausschöpfen können. Und während das normale Tagesbudget ausgeben oder mit Costcap arbeiten, so ist wie mit Tempomat oder mit Automatik in einem Auto zu fahren, kann das zu einem gewissen Grad ganz gut funktionieren, gerade wenn man kein so guter Fahrer ist und dann in den Kurven nicht weiß, wie viel Gas man geben soll. Wenn man jedoch wirklich die letzten 10%, und damit meinen wir hier wirklich die 10%, die wirklich extrem Level an Scale herstellen, rausholen möchte, muss man halt in die Handschaltung wechseln und in den Kurven und in den Geraden die Drehzahlbereiche auf deinem Auto definitiv ausreizen. Und das machen wir mit dem Bidcap. Und hier bieten wir nicht auf eine Conversion, sondern auf die Gebotsposition bzw. auf die Auktionsposition in der Facebook-Auktion. Und da wir nicht wissen, zu welchem Gebot wir genug Conversions bekommen, das heißt, es kann sein, dass wir 30 Euro als Gebot ausgeben und unsere CPA liegt dann random bei 45 Euro, müssen wir halt rausfinden, welches Gebot das ist, was uns profitabel Conversions bringt. Und um das rauszufinden, machen wir eine Bidcap ABO, das heißt neue Kampagne, Anzeigenbudget, 3 Adsets drin. Hier drin Angle Combo 1, das heißt, wir machen das alles pro Angle Combo. Wir haben also für Angle Radioaktivität eine eigene Bidcap, wir haben für das Angle Nachhaltigkeit eine eigene Bidcap ABO. Und hier drin gehen wir dann her und setzen als Gebot unseren Target CPA. Das heißt, wir wollen 15 Euro Kosten pro Conversion haben oder 25 Euro Kosten pro Conversion bei uns im Backend, dann setzen wir hier Target CPA 25 Euro plus 25% im ersten Adset plus 50% im zweiten Adset und das Doppelte vom CPA, also statt 25 dann 50 Euro als Gebotsgrenze, basierend auf dem Angle, den wir in dieser Kampagne hier gebaut haben. Und innerhalb der Adsets finden wir dann einfach die mit Abstand besten Ads overall aus allen Push-CBOs, die wir hier haben. Weil es kann ja sein, dass wir gestartet haben. Wir haben hier im Angle 4 die meiste Musik. Das ist unser oft erwähnter Radioaktivitäts-Angle. Wir haben hier konstant die beste Creative-Produktion drin. Und wir haben 2, 3 CBO-Kampagnen, die auf diesem Angle laufen und dort dann auch ein paar Ads drin haben, die richtig geil sind. Und wir nehmen die besten Ads aus den jeweiligen CBO-Kampagnen und packen die halt in, deswegen Combo, diese Angle-Combo hier rein, damit wir wirklich die Creme de la Creme, also die Best-Offs aus dem ganzen Account auf Handschaltung hier laufen haben. Und wir starten, wie gesagt, mit einem Bidcap, um zu sehen,
mit einem Bit-Test, sorry, um zu sehen, welches Gebot Sinn macht. Deswegen 25, 50, 100%. Und da das hier eine Second-Priced Auction ist, ist selbst wenn wir super hoch bieten und sagen, ey, wir wollen hier das Doppelte unserer Target-CPAs ausgeben, wir wollen hier für eine 25-Euro-Conversion 100 Euro bezahlen sogar, dann ist es halt nach wie vor eine Second-Priced Auction. Das heißt, wenn dein zweiter Platz dann was Ähnliches verkauft und Conversions für 28 Euro bekommt, wirst du keine 100 Euro pro Conversion ausgeben, sondern einfach dann 29 Euro oder so. Das heißt, wir wollen damit nur austesten, mittels Bluff, wenn man ehrlich ist, wo der Zweitplatzierte sein Gebot laufen hat. Und hier wird man dann einfach sehen, nach ein paar Tagen, wo am meisten Musik drin spielt. Wichtig ist, dass man richtig viel Tagesbudget auf die unterschiedlichen Adsets gibt, aber das ist ja Ziel dahinter. Das heißt, man killt dann möglichst schnell all das, was nicht performt, und man behält nur das, was geil ist. Und alle Advertiser, die schon mal wirklich konstant fünfstellig am Tag über eine lange Zeit ausgegeben haben, werden mir dabei zustimmen, dass der meiste Scale sehr zentriert auf einem Adset mit ein oder zwei Ads drin liegt. Und dieses Adset wollen wir hier finden. Und meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, diese Angle Combo 1 bei mir, die hier Angle Combo 1 mit 50% auf dem Target CPA, die am meisten funktioniert. Aber es kann unterschiedlich vom Produkt wirklich jedes unterschiedliche Adset sein mit ein oder zwei Ads dann hier drin, die am besten performen. Und um Stabilität hierfür zu sorgen, werden dann auch konstant, wenn wir richtig geile Ads in den Kampagnen hier finden, so hier zum Beispiel oder im Creative Set hier, die dann weiter hinzugefügt hier in das Gewinner-Adset, um ein großes Level an Scale zu halten. So, Ende vom Lied ist dann, wir haben dann die Bitcap-Kampagne auf diesen einen Angle. Wir haben dann ein Adset hier drin, was am besten performt. Wir haben dann hier drin Ads, die mit Abstand die besten des ganzen Accounts sind und dann auch am Ende des Tages das meiste Budget am Tag ausgeben können. Und weil wir halt durch mehrere Qualifizierungsstufen gegangen sind, halt unterschiedliche Level an Tests, unterschiedliche Gebotsoptimierungen und unterschiedliche Angles, die wir bespielen, hat man hier schon eine sehr, sehr, sehr schöne Performance. Und ein Kunde, mit dem wir aktuell arbeiten, der eigentlich konstant immer eine Mio im Monat gemacht hat an Umsatz, hat jetzt alleine durch diese Kampagnenart hier seinen Umsatz pro Monat schon mal konstant verdoppeln können. Und der fährt jetzt über 2 Mio im Monat konstant. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, diese Kampagnenart hinzuzufügen und diese Target CPA plus 50 und 100% Adsets zu launchen. So, kommen wir dann zur Vollständigkeit, nochmal eben zur Cost-Cap-Struktur. Und diese ist nicht weniger wichtig, aber weniger benutzt von mir, ehrlich gesagt. Denn früher war Cost-Cap richtig geil. Als ich von Road to Glory da diese Ads geschrieben habe, war Cost-Cap wirklich das Allergeilste. Dann war Cost-Cap richtig lange richtig schlecht. Jetzt mittlerweile sind die Ergebnisse dort wieder solide, weil Facebook auch wieder irgendwie bessere Daten oder sowas sammelt. Deswegen sollte das definitiv zur Vollständigkeit dazugehören. Man macht im Prinzip genau dasselbe Setup wie hier oben. Also wirklich genau dasselbe Setup wie hier oben. Das einzige Unterschied ist, dass man eine Cost-Cap-Grenze, also Kostenbegrenzung statt Gebotsbegrenzung als Gebotsstrategie angibt im Setup. Und dass man die Werte im Bidding ein bisschen abändert. Denn hier sind wir aggressiv, 25, 50, 100% des Target-CPAs. Hier arbeitet man nur mit 15, 25 und 50%. Auf dem Target CPA drauf. Der Hintergrund ist ja, wir bieten direkt auf die Conversion und nicht auf das Gebot. Deswegen ist das Gebot, was wir hier angeben müssen für diese Conversion, auch deutlich näher an der Realität dran, weil es direkt Bezug dazu hat. Meistens ist das hier oben das beste Gebot, einfach weil es dem normalen Gebot am nächsten kommt. Aber wenn das unterste Adset hier läuft, also wirklich Target CPA plus 50% und man ist profitabel, dann ist das meistens ein Zeichen, dass diese Kampagne sehr, sehr, sehr stark skalieren kann. Das heißt, alles andere killen, 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 killen und das hier anlassen, wenn es das beste Adset ist. Hier dann auch isolieren, was sind die besten 1, 2 Ads, die hier die meisten Ergebnisse mit einbringen. Konstant geile neue Ads aus der Vorproduktion nachschieben und dann hat man hier auch eine richtig schön skalierende Kampagne, die fünfstellig am Tag ausgeben kann. Ein paar Infos nochmal dazu, wie gesagt, 90% der Scales liegen meistens in einem Ad und einer Ad. Alles killen, was sonst zum Budget frisst. Und wichtig oder der Hintergrund hierfür ist einfach, wir wollen die Anzahl an Conversions, so krass es geht, auf einem Adset oder einer Ad maximieren. Und hier haben wir intern ein ganz witziges Saying, 50 Conversions a week, was man halt immer hört, 50 Conversions für Lernphase, bla bla. Das ist für Geringverdiener, wir wollen 50 Conversions am Tag. Das ist für uns der Sweet Spot, um richtige Optimierung seitens Meta zu haben. Und immer wenn wir halt so ein Level of Scale erreichen, kann dann keiner mehr ran, weil welche Konkurrenz hat so eine saubere Vorarbeit gemacht, um so viel ausgeben zu können. Und wenn wir das hergestellt haben,
Serve the budget hard, das heißt Erhöhung des Tagesbudgets und oder des Gebotes, teilweise wirklich täglich, zweimal am Tag, dreimal am Tag. Denn wenn es läuft und Facebook dir immer und immer mehr Conversions sichert, dann solltest du wie ein kleiner Hamster sein und die ganzen Sachen immer weiter nachschieben und die Conversions mitnehmen und die Budgets hart erhöhen. Man kann es kaum kaputt erhöhen. Wenn es durch irgendeine Erhöhung kaputt geht, heißt es meistens, dass die Creatives nicht geil genug waren oder man zu langsam war in der Nachproduktion von geilen Creatives, die dann hier eingeflossen sind. Aber wenn man weiterhin in Angles denkt und dann innerhalb der Angles geile neue Creatives produziert, ist das meistens kein Problem. Und wie gesagt, das Video zum Creative-Prozess, um konstant 50 Creatives die Woche launchen zu können, kommt auch noch auf diesen Channel und dann kannst du das auch genau dafür umsetzen. Es sind halt einfach Zahnräder, die ineinander greifen. Das war die erste Säule. Zweite Säule, Attribution the correct way. Das bedeutet, wenn man so viel Geld ausgibt, sollte man natürlich ziemlich sicher sein, dass sich das alles lohnt. Und es gibt so viele Tracking-Tools da draußen. Und ich tue so vielen Tracking-Tools auch damit unrecht, wenn ich mal irgendwelche erwähne. Aber wir nutzen für diese ganzen Sachen halt einfach Hyros. Ich habe da halt das Glück gehabt, dass ich 2 Jahre an der Seite von Alex Becker beim Bau von Hyros verbringen konnte und dort dann auch gleichzeitig in seiner Mastermind war. Es geht mir da nicht irgendwie darum, Affiliate-Provision oder sowas zu bekommen, sondern Leute, die sich für günstige Tracking-Solutions entscheiden, weil sie weniger Geld ausgeben wollen und deren Premium-Solution denen zu teuer ist, zahlen meistens doppelt und dreifach drauf, denn diese Solutions sind meistens schlecht und sie bringen nicht das, was man möchte. Das heißt, wenn ich irgendjemandem hier dadurch helfen kann, ihn günstig auf die beste Solution zu bekommen, dann habe ich hier schon meine Pflicht und Schuldigkeit erledigt. Und wenn es die Firma, die ich im Aufbau miterlebt habe, unterstützt, ist es natürlich auch ein schöner Vorteil. So, das heißt, melde dich dann bei mir, kriegst einen schönen High-Risk-Deal von mir. Viel wichtiger aber als die Frage, welches Tool man benutzt, ist die Frage, was mit dem Tracking gemacht wird. Und wenn man halt so hart skaliert, gibt es ein paar Faktoren, die definitiv benutzt werden sollten und die ein Tracking-Tool anzeigen sollte. Einmal hier, wir skalieren das nicht auf Overall ROAS, sondern auf New-to-Brand-Customer-ROAS. Das heißt, wenn wir profitabel im Frontend neue Kunden, die neu für die Brand sind, einkaufen können, ist das unsere Key-Metrik, mit der wir arbeiten. Wenn wir diese Skalierung und Accounts, die jetzt irgendwie 5 Stich am Tag ausgeben, haben meistens nicht nur Facebook, hoffentlich, sondern sind auch bei Google oder bei TikTok am Start. Videos dazu findest du auch auf dem Channel. Sollte man den Overall Marketing Efficiency Ratio betrachten. Das heißt, es gibt einfach Tage, wo Facebook ein bisschen zu viel ausgibt, aber wo Google die Leute im Retargeting richtig gut rausholt. Es gibt Tage, wo TikTok ein bisschen overspendet, aber Facebook auf einmal profitabler wird. Das heißt, wenn man sehr, sehr viel Ads am Tag ausgibt, sollte man die Gesamteffizienz seines Accounts unbedingt im Blick halten. Und wir pushen pro Plattform einfach auf den maximalen erlaubten CAC, das heißt die Cost to Acquire a Customer, die Preis, den wir pro Neukunden ausgeben dürfen. Und wenn wir jede Plattform bis zum maximalen CAC skalieren und so auch den Ad-Spend so maximal pushen, wie es geht, kommen dann ja noch die ganzen Retention-Maßnahmen im Backend, also Thema E-Mail, Thema SMS, Thema Bestandskunden, Upsells, Downsells, um die Profitmarge wieder herzustellen. Das heißt, dann haben wir unsere ganze Pflicht und Schuldigkeit im Scaling getan. Und Thema Kohortenbildung ist ein wichtiger Faktor, kommt auch nochmal ein eigenes Video zu, wie gesagt, zu der ganzen Thematik hier. Wir bilden das meistens in Supermetrics oder im Data Studio ab, das heißt, wir gucken, welche Art von Kunde ist die, die am Ende am meisten Geld da lässt? Das heißt, es gibt manche Brands, die haben irgendwie eine Neukundenrate, die sehr hoch ist, aber die Leute kaufen kein zweites Mal und dann haben sie ein anderes Produkt, wo die Neukundenrate ein bisschen geringer ist. Dafür bleiben die Leute dann ewig dabei. Das heißt, man sollte definitiv in seiner Produktstrategie halt beachten, welche Kohorte man bespielt und in welcher Kohorte sein ROAS am höchsten ist. Es ist viel zu viel, um diesem Video darauf einzugehen. Das heißt, eigenständiges Video folgt in den nächsten Wochen. Link wird dann in diesem Dokument hier ergänzt. Das heißt, leg das Dokument ab, kannst regelmäßig reingucken, dann weißt du, ob das drin ist. Oder aber für diesen Channel einfach Benachrichtigung anschalten, damit du das direkt mitbekommst. Wird wahrscheinlich das wertvollste Video, was in der nächsten Zeit kommen kann. Heißt zusammengefasst, Tracking muss da sein. Beste Tracking-Tool auf dem Markt benutzen und nicht vom Preis abhängig machen. Wenn es dir zu teuer ist, melde dich bei mir. Ich besorge dir einen richtig günstigen Deal fürs beste Tracking-Tool, was wir bisher benutzen. Dann großer Fokus, New Customer ROAS, das heißt Neukunden ROAS, auf den soll optimiert werden. Wenn man richtig pusht, sollte man sein Marketing Efficiency Ratio im Blick haben, das heißt gucken, dass die anderen Plattformen alle miteinander Sinn machen und dann auf jeder Plattform so doll pushen, bis deine Maximum Cost to Acquire a Customer ausgereizt sind, denn dann kommen deine ganzen Backend-Maßnahmen, um dein Brand wieder profitabel zu machen. Und zu guter Letzt sollte man eine Kundenanalyse mittels Kohortenbildung durchführen, um zu gucken, wer sind denn überhaupt die allergeilsten Kunden und von wo kommen die, um in genau dieser Ebene mehr auszugeben. Und wie man das alles macht, kommt in einem der folgenden Videos. Und dann gibt es hier jetzt noch die Säule Nummer 3, die ich nicht unwichtig finde und hier mal wirklich erwähnt werden sollte. Konstant viel Adspend auszugeben,
Ich lasse das hier so einfach klingen und diese ganzen Gurus tun auch immer so, als wäre das so einfach, aber es erfordert extrem viel Arbeit, Planung und Verantwortung. Und wenn man so ein Adspend hat, kann man sich, so wie ich zu Beginn erwähnt habe, nicht so wirklich zurücklegen und da wirklich komplett chillen, sondern wenn man die Sache halten möchte und sich nicht darauf ausruhen möchte, dass man als Chat geile Arbeit gemacht hat, sollte man täglich seine Scaling-Kampagnen abgleichen. Das heißt, ich gucke am ersten Schritt immer, wie ist mein Marketing-Efficiency-Ratio? Dann gucke ich, wie ist mein New-Customer-ROAS? Dann gucke ich, wie ist mein Overall-ROAS? Dann gucke ich auf Kampagnenebene, welche Kampagnen denn abschmieren. Dann gucke ich, welche Adsets ich killen kann. Dann gucke ich, welche Ads ich killen kann. Und jeden Tag gehe ich diese Kette in genau der Reihenfolge durch, um dann zu gucken, ob hier irgendwas massiv aus dem Ruder läuft. Und wenn man das in der Reihenfolge macht, kann man eigentlich nichts ignorieren oder vergessen, soll es aus dem Ruder laufen. Und mindestens einmal die Woche möchte ich eine neue Creative Test Kampagne launchen oder neue Creatives produzieren, um sie in der Testkampagne zu launchen. Mindestens einmal alle 2 Wochen möchte ich aus diesen besten Creatives eine neue Scaling CBO, also eine Push CBO machen können, wie in Schritt 2 erwähnt. Mindestens einmal im Monat möchte ich aus der besten Push CBO eine Manual Bid Kampagne launchen. Mindestens einmal alle 14 Tage möchte ich in den Creative Breakdown gehen und mal ganz genau gucken, welche Art von Creatives in welchem Angle am besten performt, um dadurch für mein Creative Team die besten Learnings zu haben, was weiterhin gemacht werden soll. Mindestens alle 2 Monate möchte ich mir grundlegend neue Angles überlegen, um zu gucken, wie kann ich das Produkt als Next Level Star verkaufen. Denn wenn man Marktführer ist und bestimmte Produkte am allermeisten von allen anderen halt gegen die Konkurrenz pusht, kommt nach sehr kurzer Zeit, meistens sind es 2 Monate, kommen Nachmacher, die klauen dieselben Angles, weil sie haben es halt einfacher, weil du die Pionierarbeit gemacht hast und sie es nur noch kopieren müssen. Das heißt, konstant Next-Level-Shit zu machen, um dafür zu sorgen, dass man Platz 1 weiterhin in den ganzen Auktionen bleibt, muss man sich dann auch mal Next-Level-Marketing-Angles überlegen und sich nicht auf den Angles ausruhen, die funktioniert haben. Und fortlaufend müssen die Learnings von einem Department, sei es Meta, Creative, Google, TikTok, an die ganzen anderen Paid-Position-Departments übertragen werden. Das heißt, die Learnings, die wir zum Beispiel auf TikTok machen, bringen uns ebenso sehr, sehr, sehr viel für die gesamten Sachen auf Facebook, weil das einfach ein Kundenverständnis ist mit einer riesigen Menge an Daten, die wir hier einkaufen. Weiterhin würde ich immer darauf achten, saisonale Besonderheiten einfließen zu lassen. Das heißt natürlich im Q4 wird das alles hier mit Q4-Stuff auf Steroiden gesetzt. Weiterhin sollte man sich immer wieder trauen zu pushen und zu schauen, an welcher Stelle es bricht. Das heißt, es bringt gar nichts viel zu schissermäßig diese Kampagnen zu scalen, aus Angst zu haben, dass es einbricht, sondern push die Kampagne doch ein bisschen mehr. Du brauchst diese Druckfunktion, um dann zu sehen, wo bricht das alles ein. Brennen die Creatives durch? Ist die Audience zu klein? Funktionieren die Geburtsstrategien nicht mehr? Nur das ist das Feedback, was dir erlaubt, konstant immer mehr zu pushen und dann halt im nächsten Versuch, im übernächsten Versuch und im dritten Versuch dann wirklich diese Level freizuschalten, die Sinn machen. Denn all das, was man bis zu dem Punkt macht, wo wirklich diese Breakthrough-Kampagnen kommen, wo 5-stellige Adspends am Tag kommen, ist ja Vorarbeit, denn ab dann lohnt es sich so exponentiell, dass dieses ganze Lehrgeld vorher ja komplett irrelevant ist. Und wenn wir auf diesem Level sind, kommen die High-Level-Optimierung, über die wirklich keiner spricht. Wir bauen ab 5-stelligen Adspends eigentlich immer spezielle Landingpages für Produkte. Das heißt, durch Rückschlüsse der besten Ad-Angles werden wir die Produktseite oder eine Landingpage besser machen, um die Conversion zu verbessern. Das heißt, wenn wir 15.000 am Tag auf einem Umweltschutz-Angle ausgeben, gucken wir dann auf jeden Fall, wie wir auf der Produktseite oder gezielt sogar auf einer Landingpage gerade diesen Angle in den Vordergrund rücken. Und wenn man halt sich die Arbeit machen möchte, so viel am Tag auszugeben, sollte man sich auch die Arbeit machen, für jeden Angle, der nachhaltig richtig gut funktioniert, eine eigene Landingpage zu haben, damit die Conversion Rate auf dieser Seite besser wird. Denn wenn man die Conversion Rate für diesen Angle verdoppeln kann, hat man somit seine Cost to Acquire a Customer, also seine CAC, tatsächlich halbiert. Denn wenn von 100 Leuten auf der Seite doppelt so viele kaufen wie vorher, so sind deine Ad-Kosten halbiert. Und nur wenn man das konstant immer weiter iteriert, kann man halt nach und nach pushen und diese Adspends ausgehen. So, das hier meine ich mit englischspezifische Landingpages für Maximierung der Audience. Das heißt, wenn man jetzt auf Thema Umweltschutz bietet und das ist das Beste, dann verliert man natürlich gegen Leute, die das auf ihren ganzen Produktseiten durchgezogen haben. Das heißt, für diesen Angle eigene Landingpage, dann hat man noch vielleicht einen Angle über Leute, die nach dem Büro unbedingt Fahrrad fahren wollen, und dann hat man eine Landingpage, die auf diesen Angle geht, und deswegen ist die Segmentierung über die Angles, die wir hier oben erwähnt haben, halt einfach so wichtig, damit man das später auch machen kann, denn sonst ist das alles
viel zu schwammig und deswegen gehen die meisten Leute auch nicht über dieses Level. So, und dann das Thema Whitelisting. Ab einem gewissen Level sollte man mal schauen, seinen Traffic zu diversifizieren und entweder eine Passion-Page, das heißt eine Blog-Page oder so, die das Thema, was man bespielt, wie eine Beauty-Page oder so, oder Gesundheitsblatt oder was weiß ich, zu bauen, um dort im Namen von Dritten Werbung über einen selbst zu machen. Das diversifiziert einfach so den Impression-Share, den man hat. Das heißt, das ist ein Punkt, über den ich nochmal ein eigenes Video machen werde. Dann Thema Celebrities. Wenn man halt richtig, richtig viel ausgibt. Wenn man ja immer und immer mehr Leute verkaufen, die eigentlich gar keinen Bock haben, bei dir zu kaufen. Das heißt, man braucht extremen Trust und man braucht einen Burggraben um sich rum, damit keine Konkurrenz an dich rankommt. Und auf Neudeutsch heißt es Werbegesichter. Wenn man wirklich so viel für Ads ausgibt, sollte man überlegen, bestimmte Celebrities zu sponsoren, die man für seine Brand benutzen kann. Denn wenn man mal überlegt, man verkauft ein Beauty-Produkt und man nimmt sich eine angesagte Beauty-Influencerin, von der man auch ein Buyout für den Content kauft und die dann maßgeblich für dein Produkt steht, dann ist das ein Trust-Faktor, den andere Leute nicht nachmachen können. Und Leute, die eigentlich gar nicht vorhatten, bei dir zu kaufen, denken sich, okay. Also wenn Kylie Jenner, überspitzt gesagt, für dein Produkt steht, dann kann das Produkt nicht scheiße sein. So, und es gibt natürlich Status, denn wenn dieser Influencer einen großen Status hat und du eine Up-and-Coming-Brand bist, dann borgst du dir einfach diesen Status der Celebrities für deine Brand. Ganz einfach. So, und zu guter Letzt Frontend-Produktstrategien. Es gibt ein paar Strategien, wie man halt Ads pushen kann. Man kann mit Loss Leader arbeiten, das heißt, dann gibt das günstigste Produkt vorne fast for free raus, damit die Leute drinbleiben. Man kann in Abos arbeiten, Thema Subscription Modeling, wird auch nochmal ein Video auf diesem Channel. Da haben wir bei einer Brand jetzt, an der ich zum Glück beteiligt bin, extrem kranke Abo-Umsätze gefahren, die wiederkehrenden Umsatz für diese Brand bedeuten. Dann natürlich Thema Kohortenanalyse, habe ich oben schon angesprochen. Man sollte gucken, welches Produkt am Ende den höchsten Lifetime-Value bringt. Und dann gibt es die letzte Produktstrategie, die für die meisten Leute am einfachsten ist, das High-Profit-Frontend. Das heißt, dass man wirklich schaut, wie kann man beim Erstkauf Cashflow positiv und vor allem profitabel sein für das, was man macht. So, kommen wir auch schon zum Fazit, denn das war jetzt eine Menge Input. 1.000 Euro am Tag auszugeben oder 10.000 Euro erst am Tag auszugeben, ist ein Unterschied wie Autobahn zu Formel 1. Alle können Auto fahren, aber in einem Formel 1 Auto auf einer Rennstrecke fahren, ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Und man braucht nicht nur einen emotionalen Abstand zu dem Geld, was man ausgibt, sondern auch gleichzeitig eine sachliche Nähe, um die Interpretation der Daten durchzuführen. Der Creative Workflow, wie du gesehen hast, ist elementar, weil es einfach maßgeblich in die Art und Weise, wie deine Kosten pro Kauf von Facebook kalkuliert werden, einfließt. Und zu guter Letzt, wenn du möchtest, dass wir das für dich machen, das heißt von 1.000 Euro Adspend auf 10.000 Euro Adspend am Tag, unabhängig von Q4, Black Friday oder jeglichen Sales, die du dir vorstellen kannst, kannst du den Call mit uns buchen. Wichtig dabei, bring deine Kreditkarte mit und sieh zu, dass alle Entscheider an Bord sind. Das sind nämlich wirklich Unicorn Scaling Operations von Leuten, die wirklich Bock haben zu ballern, und hier wollen wir einfach keinem die Zeit verschwenden. So. Denn wir arbeiten wirklich nur mit etablierten, siebenstelligen Brands zusammen oder wirklich High Growth sechsstelligen Brands, wo absehbar ist, dass die in der kürzesten Zeit siebenstellig werden, und gehen mit diesem funktionierenden Konstrukt hin und skalieren das auf fünfstellige Adspends am Tag. Wie gesagt, wenn das für dich relevant ist, buch den Call. Für die meisten Leute hier wird das wahrscheinlich nicht relevant sein, dann bitte keinen Call buchen, deswegen hier auch die klare Disqualifizierung. Sieh zu, dass alle Entscheider an Bord sind, bring die Kreditkarte mit genug Budget, um uns überhaupt buchen zu können. Denn davon gibt es hier gar nicht so viele Brands, die die Videos angucken. Und mein Ziel ist es eher, mit den Videos möglichst viele Leute auf dieses Level zu bekommen, damit sie sich dann bei uns melden können und ich mir so mein Marktsegment erweitere mit geilen Brands, für die wir das alles hier machen können. Wie gesagt, Minimum 500.000 Euro Umsatz pro Jahr mit starken Growth. Ansonsten ist es wirklich nur für siebenstellige Brands relevant. Und im Zweifel, wenn du zu klein bist, werden wir dir halt einfach sagen, dass du es erstmal weiterhin selbst machen solltest. Denn wir übernehmen nur die harte Skalierung, also dieses Endlevel-Ding. Vorher ist das alles wirklich nicht relevant von uns. Das heißt, wenn diese Sachen erledigt sind, kommen wir zu einer Zusammenfassung und der Beantwortung meiner eingänglich gestellten Frage. Was muss man machen, um konstant mehr als fünfstellige Adspends am Tag ausgeben zu können, unabhängig von Q4, Black Friday oder irgendwelchen Sales-Aktionen? Nun, man muss sich Next-Level-Ad-Angles ausdenken. Das heißt, man muss wirklich überlegen, was verkaufen die anderen Leute und wie können wir mit einer echten Story, die die Leute mitreißt, die den Leuten Value gibt und wo ein Produkt auf diese Art und Weise noch nie verkauft wurde oder noch nicht so gut verkauft wurde, richtig überzeugen. Dann führt man Creative Testing durch, indem man idealerweise über Dynamic Ads, aber natürlich auch über segmentierte Static Ads guckt, welche Ads auf welchem Angle am besten performen. Die Gewinner davon isoliert man und packt sie in eine ganz simple Push-CBO und surft die Budgets dort hart hoch, um zu gucken, dass man dort auch ein Level an Scale erreichen kann.
Sobald man dort ein paar Gewinner gefunden hat in diesen Best-of-CBOs, kombiniert man diese im nächsten Level in einer Bitcap oder einer Costcap ABO nach unserem Vorgehen. Man surft auch da die Budgets extrem hart hoch. Wenn man sehr viel Geld ausgibt, verbessert man die Conversion Rate mit Landingpages, Celebrities und Datenanalyse. Und wenn man dann so viel Geld ausgegeben hat, bekommt man irgendwann, so wie wir jetzt auch vor kurzem, eine Einladung für die Amex Centurion Card, also die schwarze American Express. Weil der Adspend so hoch ist, dass Amex denkt, okay, also die wollen wir ein bisschen näher dran binden. Und wenn du dann diese ominöse schwarze Kreditkarte bekommen hast, meldest du dich bei mir, dann darfst du mich gerne zum Essen dafür einladen, weil deine Punkte es dir erlauben werden. So, abschließend, ja, das war tatsächlich alles. Guck dir das Dokument an, ist unter dem Video. Ich habe dir hier nichts zu verkaufen. Setz die Sachen um, guck dir den ersten Guide an, setz das für dich um, komm auf vierstellige Adspends am Tag. Nimm dann diesen Guide, komm auf fünfstellige Adspends am Tag. Und wenn du dann entweder auf dem Weg dahin merkst, ich hätte schon gerne, dass die das für mich machen, kannst du dich bei uns melden. Wie gesagt, bitte erst, wenn du siebenstellig bist. Ansonsten können wir nicht mit dir arbeiten. Oder aber, wenn du die Sache selbst machen möchtest und dann siebenstellig kommst, kannst du dich bei mir melden. Wenn du Kapital brauchst fürs Wachstum oder halt du gucken möchtest, dass du Internationalisierung vorantreiben möchtest, dann haben wir noch mal eine Investmentfirma, mit der wir reingehen können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Danke für deine Aufmerksamkeit. Tu mir bitte einen einzigen Gefallen, wenn du auch nur irgendwelchen Mehrwert von diesem Video genommen hast. Hinterlass ein Like, hinterlass einen Kommentar. Sag mir, welche Themen in den nächsten Videos relevant wären. Denn ich tue mich wirklich schwer, hier Themen rauszusuchen, die für alle relevant sind. Deswegen ist Input dort extrem wichtig. Und wenn du Mehrwert daraus gezogen hast, schick dieses Video oder dieses Dokument bitte an andere Founder oder Leute, wo du merkst, dass die hier von Mehrwert ziehen können. Denn auf diese Art und Weise können wir diesem wirklich durchschnittlichen E-Commerce-Level in Deutschland extrem helfen. Denn ich hau hier alles for free raus, was relevant ist. Es gibt nichts, was ich zurückgehalten habe. Und wenn du mich unterstützen möchtest und sagst, dass das geiler Content ist, hilft diesem Channel hier zu wachsen, damit wir immer mehr Leute erreichen können und dafür sorgen können, dass immer mehr Leute siebenstellig kommen und dann am Ende auch mit uns arbeiten wollen. Genau, das ist Hintergrund. Hinterlass ein Like, hinterlass einen Kommentar. Schick das Video an andere Leute, wo du denkst, dass sie davon profitieren können. Und wenn dir irgendwas nicht gefallen hat, lass es mir auch gerne wissen. Ich bin da offen für Kritik und Verbesserung. Guck dir den Guide an, dort ist alles drin. Rückfragen, je nachdem. Danke für deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß bei dem nächsten Video. Ach ja. Glocke anstellen, denn ich weiß nicht, wann das nächste Video rauskommt. Solche Videos hier brauchen extrem viel Aufwand von mir. Deswegen kann es sein, dass es eine Woche oder zwei Wochen dauert. Deswegen Benachrichtigung aktivieren, damit du kein Video verpasst.